So. Alter, wie die Vorfälle fast nur an die 2015. Die KI ist ja schon da. Ja, wir wollen doch nicht Rennen Racing gegen die KI fahren, sondern gegen uns, oder? Intelligent Gaming heißt das. Intelligent Gaming. Intelligent Gaming. Renntag. Wir sind alle in Top 10, oder? Yes. Wir sind alle 7 hintereinander. Okay, ich sehe es schon vom Massenkarambolage. Ja, ich habe echt gesagt ein bisschen Angst. Hab ich auch. Strategie kann man jetzt nicht Angst, so viel einstellen, der Grund dafür bin. Leute, im ersten Rennen, bitte lasst mich am Leben. Wir wahrscheinlich wieder viel zu früh bremsen und irgendeiner fährt im ersten Rennen, Andi Satz, lasst mich am Leben. Kümmer dich selbst darum, dass du dich kaputt fährst. Lass uns am Leben. Jo, großer... Was wollt ihr denn da noch so alles was einstellen? Was wollt ihr denn, Junge? Rico. Ich bin als erstes... ich hab als erstes Go gemacht. Großer Preis! Was wollt ihr denn? Melbourne, los, ja? Scheiß Start. Kuchen fährt schon an mir vorbei. Ich seh's kommen, alles versaut. Ja, boah, ich hab Angst. Ich hab einfach nur Angst. Ich hab auch echt gesagt, einfach nur Angst. Wow, da werde ich gedreht! Alter, wer war das denn? Andi hat mir jetzt von rechts einfach nur mit mir. Das war, glaube ich, Andi! Oh Gott, Kuchen! Andi, wenn du das warst, ne? Was macht ihr denn da vorne? Wer hat mich gedreht? Ich hab nichts gemacht, ich hab meine Position verteidigt. Also Kuchen und ich hatten Spaß hier. Du warst hinter mir. Und macht mich einfach kaputt. Ich hab über einen Schlag von links bekommen. Ja, weil du da rechts. Ich war das nicht, End. Alter, ich hab. Oh Gott! Das werde ich mir nochmal genau angucken. Das war die Folge von der Karambolage am Start. Ich hatte keine Karambolage. Ja, weil ich hatte eine Karambolage und dann kam da. Ich hab mich alle selbst gerammt. Wie gesagt, das Rennen ist für mich jetzt schon vorbei. Ich brauch gar nicht mehr weiter. Alter, was ist denn eine Scheiße? Oh Gott, Bissel! Ja, Kuchen bleibt einfach stehen. Weil ich einen Platten habe. Ja, da hatten wir nochmal in der Wiederholung. Ich kann aber auch nichts für, ich war hinter Striker, ich bin so schnell gefahren. Aber End, du kannst echt noch viel aufholen, das geht klar. Du hast mir das Rennen. Das stimmt gar nicht, das war Nasre, Nazar. Ey, ich werde mir das sagen, wenn du das warst, Kollege, ne? Dann wird dir eine Strafe. Okay, End, machen wir es so, ja? Ich hab's nicht genau gesehen, aber End. End, wir fahren jetzt einfach. Und ja, streiten uns nicht und gucken uns einfach nach dem Rennen an. Ja, Alonso steht hier einfach rum. Pass auf, da liegen Parteien auf der Straße. Crasher, du bist jetzt aber nicht in der Box, oder? Doch. Boah, du stehst doch Adam, in der Box immer noch? Ich rieche den Ferrari Doppelsieg. Ja, geil. Jetzt kann ich noch 10 Stunden warten. Ja, es tut mir leid. Ich hab mein Frontflügel eine Boxenzeit von 1,017. Der Vollzeitel, bei mir war das so gerade. Ich bin an Rico vorbei. Ich bin vor ihm gewesen, auf einmal habe ich einen Schlag von links gekriegt. Was ich gut, weil ich da rechts gefahren bin, habe ich einen Schlag von links gekriegt. Oh. Also ich habe nur gesehen, dass ich auf beide auf einmal einen Abgang nach rechts gemacht und dann habe ich darauf konzentriert, nicht Kuchen mit mir einzubauen. Gott, ja. Oh, das wird wohl nice. Viel Arbeit sein, ja. Und die KI. Also ich habe einmal einen links von also ich wurde, am Start von irgendwem weggedrückt. Ich glaube, das war Bissel. Ja, von mir nicht. Was? Ja, Bissel, tu nicht so. Extra ab. Ja, du hast so extrem stark gebremst und dann bin ich dir auch gefahren. Ja, das lernst du noch am Start. Die Leute vor dir bremsen und dann verzögert sich alles. Das heißt, du musst früher bremsen. Ich fahre ja, einfach schon jetzt 29 Runden von Rang 20 und das war's. Also ich habe gerade so ein bisschen Déjà-vu. Ja, Melbourne, letzte Saison. Aber diesmal bin ich 3. Ja, vorbei. Obwohl, das war ich letztes Mal in den ersten Runden auch schon noch. Kuchen, was machst du denn da? Aber Rico, wirklich, ich hab dich wieder vorbei. Du warst bei mir direkt hinter mir. Deswegen, ich hab das halt so gesehen, dass bin du noch hinter mir eingereicht hast. Ich bin mit einem Reifen neben dir gewesen. Ich hab dich nicht gesehen, tut mir leid, das hab ich nicht sehen können. Du wurde auch kein Pfeil angezeigt, dass du rechts oder links von mir bist. Du warst bei mir hinter mir direkt. Ich hab ein bisschen Angst, dass vor Andi jetzt, weil der ja so krass abkürzt. Sorry, ich kann hier nicht abkürzen, weil wenn man übers Gras fährt, verschleißen die Reifen extrem und in F1 2015 verschleißen die allgemein viel schneller und dann hat man Platten. Deswegen mache ich das nicht. Stimmt, Andi hatte bisher in jedem Rennen, was ich mit ihm gefahren bin, einen Platten. Ja, weil ich... Was, Andi hat jetzt einen Platten? Nein, nur der Reifenverschleiß ist viel höher in F1 2015 und deswegen kann man nicht, wenn man über Gras fährt, das ist für die Reifen der Tod. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Aufnahme liegt oder... Boah, ich war gerade echt nicht gut, ey. Aber du hältst dich hinter Striker. Alter. Ich versuch gerade Reifen zu schonen. Ich schon doch gerade mega die Reifen. Versuch mich, ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht, dass ich etwas weiter hinter Striker bin, weil der ist auf den Geraden schon krass langsamer.
Mir gerade aufgefallen. Was du da. Kann gar nicht sein, ich habe eigentlich besser. Ja, aber ich bin so krass auf dich drauf gefahren. Ja, aber du hast doch den Windschatten, du Idiot. Muss auch mal rechnen. Ja, ja. Ja, deshalb, Moment, ja, ich bin halt auf den Geraden, wenn ich hinter dir bin, direkt schneller. Also. Ich hab 5 deshalb ist Kuchen ja auch in mich reingerast. Weil ich ja bremst, weil ich so langsam gefahren bin. Da sieht man, Qualifying bringt nichts. Ich bin Andi mitfährt. And, ich hab dich nicht mal berührt. Glaub es mir. Das war Felipe Nazar. Der fährt zwar mit Ferrari-Motor und ich hab den dazu beauftragt, aber... Ich bin extra schön zur Seite gefahren, damit ich nicht mit Zeilen oder so kollidiere. Es geht jetzt richtig schön ab. Im ersten Rennen wie letztes Jahr wieder Party, ey. Mach! Ich bin eigentlich so fair gefahren in die erste Kurve rein und dann... Ja. Dann so fair wie die. Boah, wow. Wow, hab ich dich gerannt? Ich 90 nee, du bist Crash und ich hab bestimmt jetzt schon 30 Sekunden gefahren. Ja, ich bin ich sehr früh auch in die... Alter, ohne Spaß. Ja, ich hab schon 90 Sekunden auf Crash, weil ich so lange stehen musste. Wer ist denn da hinter dir, Kuchen? Keine Ahnung. That's me. Ach, das ist Crasher. Mario. Ja. Erster? Kommst du irgendwie vor Strikers Seite, damit du den aufhalten kannst? Nee, ey, das macht, ey, Alter. Das mach ich erst, mach ich nicht, was ist denn das hier für eine Scheißleck? Ey, ich versuch immer fair zu fahren. Hä? Das ist eine legitime Formel 1-Taktik. Darf ich mal fragen, was ich hier so. Ja, dann hau ich dich raus. Dann ist mir stressiger, hau ich dich raus. Und sowas ab. Ich bin nur der Dumme, was? Der immer die blöden Witze. Ja, dann kommt der grüne Tisch. Das ist eine legitime Strategie. Ja, das war dir Formel 1 auch, dass es ein Auto ausbremst. Egal, hau ich dich raus. Ja, gut. Ich komm doch eh nicht vor dich, Striker. Egal, hau ich dich dann raus. Sowas ist assi. Nö, sowas ist Motorsport. Das ist Taktik. Ja. Genau, dass der Amerikaner sich noch mit Schüler auf die Fresse hauen, ne? Ja. Und lass uns bitte die Diskussion fortsetzen. Bis Seite. Gut. Ja, ich werde das ganze Rennen jetzt auf Rang 20 rufen. Tut mir leid. Du beleuchtet. Aber ich glaube immer noch, Andi ist dran schuld. Geht deine Reichweite zur Neigeseite? Ein bisschen. Media. Was denn? Ja, ein ganz kleines bisschen. Also, ich hab nicht mal geguckt, wann ich in die Box muss. Deine auch schon orange, oder? Ja. Ja, super. Es ist gerade Krüppel-Kylie hier vor, was wir machen eigentlich. Alter, ich nehme gerade alles mit. Alles, was so gibt. 18 Sekunden, Alter. Bitte nicht, das Problem mitnehmen. Ist, dass es bei mir immer so ein bisschen so... Fresh hat ich setze dich öfters mal Zweiger. Zurück. Desto näher ich jetzt Zeug an, desto mehr bekomme ich Angst, dass ich hier aus Versehen gehen kann. Ja, man weiß halt immer nie genau, wo man auf der Strecke ist. Ja, ich muss ja halt doch selber, ich halte ja auch selber, ne? Die ja, Sache. Aber das ist, ich habe keinen Bock jetzt hier irgendjemanden rauszuhauen und dann mir stundenlang anhören zu müssen, was für ein Arschloch ich bin. Bis nach. Keine Sorge, den Job hat Andi schon. Damit habe ich auch kein Problem. Ja, aber nicht von Striker. Oh. Ich weiß, dass du mich nicht raus. Ich werde auch, wenn ich sehe, dass du schnell bist, lasse ich dich auch vorbei dann. Ich werde meine Position weiterhin bis zum Boxenstopp verteidigen. Seide, mach einen Undercut. Uppercut? Undercut. Wir müssen wissen, wann er reinkommt. Ja, Uppercut kann ich. Undercut. Du kannst einen Uppercut. Das will ich sehen. Ja, Seide, ich sollte auch wissen, wann du reinfährst. Das weiß ich ja noch nicht. Du fährst aber auf Standard oder Drehzahl? Ja. Ja, ich bin auf Maga gefahren gerade. Ja, dann fahren wir wieder schneller. Was ist mit dir passiert, Bissel? Eigentlich, wenn ich mal so fragen darf. Was mir passiert ist, ich musste in die Box, weil ich keinen Kotflügel mehr hatte. Ach, also wie bei mir. Wow. Jo. Hast du einen Dreher gemacht oder was ist passiert? Nee, Kotflügel ab und muss halt direkt nach der ersten Runde in die Box. Und bist du hinten einem drauf gefahren oder wie? Ja, Kuchen hat halt ein bisschen geleckt und dann ist ein Reifen geplatzt und. Hab ich auf geguckt, wie lange ich schon aufnehme, ey. Ja, kannst du gerne nochmal machen, dann bist du wieder hinter mir. Wow, ich hab schon 4 Sekunden auf Andi gemacht, auch schön. Ja, du hast mehr gemacht, also... Ja, jetzt inzwischen 7. Ja. Oh, scheiße! Ja, meine Reifen sind auch am Arsch, die sind dunkelorange. Unsere sind bis fast rot. Hab ich ja, aber ich glaube, ich fahr mehr über Gras als ihr, oder? Boah, das war knapp. Ich nehme immer außen das Gras mit, innen nicht, immer nur aus, weil ich so rauskomme. Ich nehme tatsächlich erstaunlich wenig Gras mit für meine Verhältnisse. Du sollst ja Gras auch nicht einpacken in die Taschen. Du sollst ja verkaufen, Mann! Ah! Oh Gott. Kiesbett mitgenommen? Ja, und ich hab gedreht. Also, war dabei. So mal fairerweise, die Options waren die Weichen, oder?
Ja. Okay, ja. Danke. Die Options, also die gelben oder wie? Ja. Wie heißen die anderen? Prime. Primes. Optimus Prime. Wow. Ups, Quietsch. Ja, da hast du ein bisschen Scheiße gebaut, Seidel. Ja, das ist eine Marder. Das war ja genau das. Du warst doch direkt hinter mir in der Haarnadelkurve direkt wieder. Nee. Du warst direkt durch. Ich hab dich noch hinten an mir vorbeihuschen. Also danach musste ich ja nur gerade ausfahren. Das krieg ich gerade noch so hin. Bin ich hier so eine Dreiergruppe am Hinterhergucken? Wow. Ja, ich hab so eine Vierergruppe vor mir. Alter. Ihr sagt mir schon seit 180 Runden, dass ich schneller als Vordermann bin, aber mit dir habe ich noch so meine Probleme, ne? Das bringt dir jetzt, wenn ich fehlerfrei fahre und du nicht. Ja. Wann fahrt ihr denn so ungefähr in die Box? Bei welchen Reifen? Mein linker Vorderreifen sieht schon nicht mehr gut aus. Der grinst mich richtig dunkel. Ja, und das Problem ist, wenn der rot wird, dann ist Platzgefahr. Und das könnte bei mir bald soweit sein. Deshalb fahre ich. Deshalb, ich kündige an, ich fahre jetzt rein. Okay, dann fahre ich nächste. Guck mal, sagt derjenige, der vorne fährt, eigentlich darfst du ja entscheiden, wenn, willst du reinfahren, Zeit, ja, dann würde ich dich lassen. Nee, ich fahre noch ruhig. Oh, Striker fährt jetzt, dann fahre ich noch eine Runde. Ja. Au, ja. Striker! Oh. Ja, rausgerutscht, scheiße. Frontflügel demoliert. Ja, das war es für mich auch. Ey, das ist lustig, ich fahr in die Box rein, hab gebremst, auf einmal rutscht das Auto links weiter, ich kann nichts mehr machen. Ich hab's gesehen, aber... Ja, wenn die Reifen schon so auf sind... Das Spiel ist einfach unfertig. Sagen wir es einfach so. Andi, wir müssen auch noch überholen. Welche Moderation ist eigentlich drin, wo ich das Spiel wieder als Bullshit bezeichne? Ja. Ja, dann ist ja gut. Hast du es nicht in beiden gemacht? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist der zweite Gangbug nicht, sonst raste ich aus, ey. Ja, hab ich. Ich auch. Nee, ich hab nicht. Wow! Andi wurde gedreht. Schwule KI, ey. Oh Mann, ey, das ist... Macht nur mit der Aufnahme. Ja, okay, aber das war nur ausgeglichene Gerechtigkeit, also. Ausgeglichene, Junge. Lass uns noch Seidel einholen. Nice. Und fährst du nice rein, Nico? Ich hab grad so Angst, dass irgendeiner Reifen irgendwas macht, was ich nicht will. Weil ich rutsche auch schon ziemlich. Das war doch Antwort? Nicht so die schlauste Idee. Warum habe ich jetzt eine Verwarnung dafür bekommen? Hab auch eine. Nico! Ja, was? Wann fährst du rein? Ja, muss ich gucken. Sag mir früh genug Bescheid, ich habe keinen Bock mehr 15 Sekunden hinter dir zu warten. 15 Sekunden! Ja, ich habe dir doch diesmal keinen Vorwurf gemacht. Mhm. Hey, mein scheiß Reifen ist langsam rot. Sollte mal reinfahren, glaube ich. Okay, das war eine ziemlich schlimme Runde für mich, aber überlebt. Aber wie gesagt, der Boxenstopp war geplant in der 11. Ich bin jetzt in der 8. Die Reifen sind doch schon auf. Ja, wir fahren eben nicht so reifenschonend, wie die denken, dass wir fahren sollten. Hallo, so ein Reifen muss man ein bisschen Kies und ein bisschen Gras abkönnen. Ja, ich war jetzt gerade wieder auf der Strecke. Jetzt ist Verstappen Erster, ey. Ich bin gerade jetzt auf Start und Ziel gerade erst. Ja, ne? Verstappen war aber wahrscheinlich noch nicht Boxen. Alter, wie fährt der denn aus der Box raus? Oh, das Safety Car kommt. Really? Nee, bei mir. Ohne Spaß, der lag mir alle 10 Sekunden blaue Flagge. Und hinter mir ist einfach keiner. Ich glaube, roten Reifen zu fahren ist schon arg hart. Fahr Runde 9 rein. Fahr jetzt rein. Hey, 19, Alter. Was, wie geil, ey. Ja, ich bin 20. Ja, aber von meinem Ausgangsstartpunkt ist das schon... Ja, von meinem ist das auch nicht besser. Hm. Oh geil, zweiter Gangback. Grüne Flagge, da drin geht weiter. Wollt gerade schon anhalten. Ja, danke, Button. Und Frontflügel wieder kaputt. Walker, sieht nach erster das Platz aus. Aber mein Frontflügel ist auch kaputt. Von 9, von 29. Ja, Seidel fährt aber vorne schön klar. Weg für sich. Ja, ich hab grad den Verstappen vor mir, der fährt auch wie so ein Elch. Ist klar, Team. Überholt. Ja, Seidel, dann würde ich mal sagen, du bist weg dann, ne? Das will ich hoffen.
Ja, ich hab jetzt sofort schon, ich darf nochmal in die Box, ne? Ich darf nochmal in die Box rein, ne? Ja, ja, das finde ich gut. Und jetzt böse klingt es wohl. Ja, wegen Button, Alter, ich bin. Er fährt. Ich fahr in die rüber, auf einmal zieht er nach rechts und ich krieg ihn stark mit. Da ist mich in Saints drin. Auch nicht schlecht. Ja, man merkt, dass das Spiel einfach nach wie vor nicht ausprogrammiert ist. Jetzt hab ich so eine scheiß Motte hier vor meinem Bildschirm. Geh die weg! KI. Die KI legt echt los hier gerade wieder. Och, Fitzelchen war die eine. Ihr wolltet die KI hochstellen. War zwar schlecht gefahren von mir, aber es hätte nicht so passieren dürfen. Naja. Oh, der Striker, hi. Hi, Bisse. Oh Gott, boah, ich fahre aber auch wie so eine Antilope. Alter Nasre. Gecko. Ohne Spaß. Ich hab jetzt hier den Motorschadenbug hinter mir. Ich hab hier den Motorschadenbug, ich hab jetzt Rauch jetzt hinter mir her. Ja, das kann daran liegen, dass du vielleicht das Schalten zu sehr ausreizt. Nein, das war ja wegen dem zweiten Gangbug, wenn du mal gerade zugehört hättest, was ich schon mal erzählt habe. Du hast nichts vom zweiten Gang gerade gesagt. Wer von euch ist denn letzter? Bisse. Ich? Immer noch. Wieso sagt man Bisse? Ich bin nicht letzter, ich bin 12. Ne? Nein, ich hab Bisse, weil du mich übelst auffällst. Ich hab so Elternrad das erste Mal auf der Karte gemacht. Ja, fahr vorbei. Bisse? Oh, Alter. Lol, du willst wirklich außen vorbeifahren? Hier fahren? Ich wollte außen vorbeifahren, weil du gerade innen gefahren bist. Das ist mir gleich mit dem Bot passiert. Oh, Ericsson, Alter. Ja, Seil ist aber jetzt endgültig weg. Heil, gewinnt das erste Rennen, der kann doch nie angehen. Der kommt doch, wie häufig er noch stoppen muss, ne? Einmal noch. Und es kommt darauf an, ob er nochmal eine Begegnung mit einer KI bekommt. Ja, oder mit dir. Ja, bei den Überrundungen wird's hart. Ja, ich darf jetzt auch wieder in die Box fahren. Oder mit mir. Ich hoffe mal an, dass du Sportsmann genug bist und fair versuchst zu fahren. Ah. Also ich muss noch einmal stoppen. Ich auch, aber mal schauen, wie lange ich jetzt die Weichen hier noch fahre. Alter, ich hab gar keinen Kopf. Du hast auch auf weich gewechselt, Zeigel, ne? Schätze ich mal, ja. Dann wirst du zweimal stoppen müssen noch. Die harten halten nicht so lange. Mit mir schon. Also du hast ein gutes Puffer-Seidel, allein ich hab 16 Sekunden Abstand. Die müssen auch erstmal an mir vorbei. Da bist du nur einmal in Austin. Bist du, Andi? Zweiter. Ich dachte, dein Frontflügel wäre kaputt gewesen. Ja, der ist nur gelb. Also da ist von den Speichen vorne einer abgerissen. Ich kann damit irgendwie noch fahren. Der Ferrari-Doppelsieg, ey, das wär's, ey. Das wär's traurig. Traurig? Ah, da ist Bissel, glaub. Bist du gerade auch zur Box gefahren, Bissel? Ja, ja. Ey, das ist... Er muss jetzt gerade einen Boxenstopp machen. Noch 30 Kilo Benzin, ja, was sagt mir das? Ja, du ein bisschen aufdrehen kannst. Wo sind die Mercedes? Können wir damit Kuchen backen? Mercedes hast du rausgehauen, was fragst du eigentlich? End. Also langsam wird's hier echt Rufmord. Ich hab dich nicht mal berührt. Rufmord? Ja, ich hab... Du stellst mich hier als... Ich hab dich nicht mal berührt, das war Philippe Nassar. Ja, das kann sein, aber... Wer heißt denn der Kenneth? Nasre? Nasar? Im Fernsehen sagen die immer Nasar. Ja, das ist ja Deutsche, das ist ja, Kann auch sein, dass du mich nicht berührt hast, Andi, Nasre, aber... Sonst habe ich nichts, worüber ich mich aufregen kann in diesem Rennen. Dann reg dich über Nasar auf. Den Doppelsieg schenke ich euch nicht. Das ist mir klar. Nasar klingt wie Bazaar. Den Doppelsieg schenke ich euch nicht. Da werde ich auch noch versuchen, noch ein Wörtchen mitzureden, egal wie weit ich weg bin. Das soll ja auch spannend werden. Ich bin doch gerade die absolute schnellste Rennrunde gefahren. Ja, ich, also ich fahre momentan 1,31er Zeiten. Ich fahre momentan 1. Ja, dann kommst du mit hoher Geschwindigkeit zu mir. Wir hatten weniger als 1,27,544. Ne, das wird jetzt, ich warte, dann wirst du die schnellste Rennrunde fahren jetzt. Ja. Warum ich auch immer das nicht mehr dasteht. Da ist Button schon wieder, mein Freund, ich gerade schon hatte. Nein, es ist Stevie, weg da! Ja, Stevens, der Junge. Boah, ich bin an dem was weißt du für Zeiten, dass er mich gecrashed hat. Hey, ich glaube, ich beende die Aufnahme hier und das geht gar nicht mehr. Ich fahre 1,29er Zeit. Was ist denn los, Kuchen? Das ist so unglaublich. Es ist einfach so am Stocken. Ich sehe Andi schon auf der Karte schon mal sehr gut. Ich hätte was sagen mal können, aber ich lasse es mal lieber. Die KI ist bei mir so krass am Laggen. Also wunderlicherweise klappt mein Internet momentan einwandfrei.
Gerade am Meri vorbei, ne? Ja, ja. Guck mal, wer angekommen ist gerade. Wer denn? Dordio. Dordio spielt um sie 2. Ja. Dordi war vorhin schon online. Ich glaube 10 Minuten nachdem wir endlich angefangen haben. Ja, man muss ja dazu sagen, eigentlich wären hier noch mehr Neulinge dabei gewesen. 3 Stück fehlen nämlich heute noch. Aber Lordio schien mir eigentlich ganz, wie heißt's? Koscher zu sein. Ja. Wenn man von seinen Fahrtechniken mal absieht. Ja, waren wir am Anfang auch nicht besser. Ah. Ja, okay. Ich hab wir waren alle scheiße, es hat sich ausgeglichen. Danke, Perez, du bist so 15. Ein Wichser. Was ist jetzt passiert? Ja, ich fahr außen, der fährt in, der haut mich einfach weg. Ah. Die KI hier in dem Spiel einfach nur. Ja. Klasse. Na, ja, das war's mit der Aufholjagd. Jetzt bin ich wieder richtig schön weit weg. Jawoll. Nein, du bist vor mir. Was sagst du, jawoll? Das ist scheiße. Das ist Doppelsieg machen. Ich oh hab Gott, jawohl nein, gesagt, oh Gott, da vorne wird jemand gedreht. Bei Kuchen, Kuchen fällt gerade hinter mir, wie ich gerade sehe. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Hätte über Runden erfunden, können wir nicht irgendwie jede Runde auf einen anderen Track wechseln, dass wir da nie über Runden müssen. Wann gehst du auf die Prime-Seite? Das weiß ich noch nicht. Bisher noch vielleicht, also ich fahr noch ein bisschen. Ich sag mal wahrscheinlich Runde 15, 16 bei mir. Ja, ich wahrscheinlich Runde 15, 16. Irgendeiner ist von der Strecke geflogen hier. Dachte er mir. Ja, Crasher. Weil, ich schau mal, wie lange die hier noch durchhalten. Lol, du hast keine Strafe dafür bekommen. Nein. Ich hatte auch grüne Flaggen. Lol, ich hatte so gelbe Flaggen. Es ist so hart, mit der KI, ne? Das ist trotzdem gerade so hart an. Ich bin auch der, der die gelben Flaggen verursacht. Natürlich dürft ihr mich überholen. Upsa. Meine Reifen haben auch keinen Grip mehr, ich rutsch hier schon. Ja, es ist mir genau in dem Moment auch aufgefallen. Na, eine Runde fahre ich noch. Also gehst du Runde 15 rein? Ja. Dann lasse ich dir die Runde 15. Ich glaube, die machen mir Weiche drauf. Oder ich gehe jetzt rein. Sowieso noch mal in die Box. Toll, danke. Oder nicht. Ich gehe jetzt rein, Zeile. Nee. Okay. Wenn ich jetzt nochmal hart draufgezogen hätte, wäre ich nicht nochmal reingekommen. Weil die Reifen gehen gar nicht mehr. Einmal kurz meine Anzeige geguckt und nicht aufgepasst. Richtig geil. So scheiße ist, wenn man in der Boxenanimation jetzt nicht mehr die Reifen oder so ändern kann. Konnte man letztes Mal noch. Also im letzten sicher? Spiel. Ja. Ja, sicher. Dass sie das noch übernommen haben? Mhm. Oh Gott, ich muss an meine ersten Überrundungen ran, ey. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, noch ist alles offen. Nee, gar nicht. Also vorne die Überrundung? Vielleicht. Ich brauche ja nur einmal abgeräumt zu werden. Ja, ich habe gerade also hab 23 hab Sekunden Gefühl, auf den zweiten. Auto dauernd am Rutschen ist, obwohl ich eigentlich gute Reifen noch habe. Da vorne ist Andi, glaube ich, ne? Ja, ich habe meinen Boxenstopp gemacht. Da habe ich eine Verwarnung bekommen. Wow. Natürlich, im Boxenstopp muss ich nicht überholen. Ihr werdet beide nochmal stoppen müssen. Ihr werdet beide nochmal stoppen müssen. Ich versuche es. Ihr müsst beide nochmal. Also ja, ich versuche durchzufahren. Ich werde sehen, ob es klappt.